Hallo Leute und willkommen zu Ebon Up. Ich habe gestern schon gesagt im Minigriff-Video, dass es heute kommen würde. Und Shani ist dabei. Hallo. Shani ist die rote Person. Oder auch bekannt als Ob. Und ich bin Ib. Wenn man sich lange nicht bewegt, schläft man. Yeah. Wir haben schon ein wenig gespielt. Und gehen wir ins erste Level. Den Title Screen kann ich euch jetzt nicht zeigen, das dauert relativ lange, wenn wir beide jetzt laden müssen, über das Spiel hier so reinkommen. So, Shani hatte Bock, ich habe ihr das Spiel gegeben und du leckst bei mir durch die Gegend, schon wieder. Das ist sehr schön. Das kennen wir ja noch. Wir hatten eben schon mal aufgenommen, lief nicht ganz so schön. Deine Schuld. Hä? Soll ich erzählen, was passiert ist? Ja. Achso, okay. Gut. Wir hatten Hunde, wir hatten bei mir, das hat man aber nicht wirklich mitgekriegt, Türklippen. Wir hatten ein Handy mit einem Stalker, der dich immer und immer wieder angerufen hat. Ja, es tut mir leid. So, ihr seht, ein 2D-Puzzle-Plattformer, der noch sehr lustig werden wird. Sehr innovativ auch und cool halt. Ja. So. Hatten wir eben irgendwas angesprochen, was noch war? Ah, guck mal, wie schnell wir wieder hier sind. Hier war das eben schon mit dem Handy. Genau. Hier mussten wir einen ersten Cut setzen. Ach, Shani, diese Vergangenheit, schaust dir an. So schön, warst du noch damals? Damals, vor 10 Minuten. Na, ich glaube, es waren erst 8. Ja, das kann gut sein. Hab ein schlechtes Gedächtnis. So, wenn wir die Gegner in dieser Anti-Welt von ihnen töten, dann seht ihr halt dieses weiße Lichtzeug. Und wenn man das aufsammelt, kann man sich freuen. Wir versuchen es relativ weit vollständig zu spielen. Ich glaube, bei Shani wäre das auf Dauer aber zu stressig für sie, weil sie auch nicht so puzzle-affin ist und deshalb mal gucken, wie gut wir es schaffen. Also, wir geben uns Mühe. Ja. Hier war ein Secret, das habe ich eben da erst entdeckt. Da habe ich mich gefreut. Ah ja, so soll man da hoch. Na gut, so können wir es auch machen. Schnell runter. Ja, oh Gott. Holz. Bin ja schon da. Geld. So, und hier haben wir aufgehört. Ach Gottchen. So wenig Zeit ist vergangen. Ja genau, fang du auch mal hier drüben an. Oh Gott, was war das denn? Nein! Es tut mir leid. Geld! Okay, wir stellen uns unseren Betrag plus 10 vor. Ja, versuch du mal. Hol die einfach alle schnell, ich mach das. Gut. Boom. Angeber. Wenn wir später 220 von 230 haben, also jetzt, dann bist du schuld. Ja, das lief gut, würde ich sagen. Ja, nice. GG. Okay. Cool. So, und so pro Level sieht man dann auch immer wieder irgendwelche Neuerungen. Diese kleinen Wesen können uns helfen. Die können tatsächlich, auch wenn die so ein Ding hier unten berühren, dann können die... Ah ja, und du musst mich hier hochlassen, weil da kann nur der mit der Farbe durch. Dann können die das auch berühren. Da kommt später noch ein lustiges Puzzle. Es gibt ja auch... Ja, wer denn? Es gibt ja auch so Secret-Welten. Was machst du denn? Und die sind immer etwas schwieriger. Und ich glaube, du bist etwas leiser. Warte mal, ich muss doch zu dir kommen. Ja. Nein! Ah jetzt. Und man kann auf sie drauf treten und sie dann kaputt manchen. Yay. Mörder. Yay. Ich hab jetzt kurz überlegt, wenn du jetzt runterfallen würdest, wäre es lustig gewesen, weil du hättest rumgehen müssen. Oh lol. Und du warst bei mir schon auf dem Weißen. Und da war noch nichts. Also beziehungsweise stand es im Weißen und die Dinger sind nicht geplatzt. Ja, kann auch sein, dass es daran liegt, dass beziehungsweise ich heute nicht das beste Internet habe. Ja, du bist schuld. Ja, erstmal vorher noch. Da bin ich einverstanden. Skype, Steam und Fraps alles rumgesponnen. Okay, halt. Ja, eigentlich ist es gut. Geh du da erstmal hin. So, kannst da sowieso weiter. Und ich helfe dir hier hoch. Oh, nein. Deine Schuld. Jo. Klar. Okay, halt. Da kommst du nicht hoch. Yep. Ich glaube, das soll auch nicht. Deshalb werden wir jetzt beide hier mal kurz durch müssen.
Ah, das hast du. Beim letzten Mal hast du es beim ersten Versuch verkackt. Schaffst du es jetzt? Ja. Ich glaube nicht. Oh, knapp. Ziel. Charney for Puzzle Gamer 2016. Genau. I don't know. So halt. Und wenn wir etwas weiter auseinander gehen, ist auch manchmal etwas praktisch, weil dann sieht man mehr. Und eventuell, wenn irgendwo was versteckt ist, sehen wir das so eher. Naja. Ah, hier, sich schleudern lassen. Ah, und da ist ein Secret Level. Wieso startet mein Cursor-Ding jetzt von deinem Punkt aus? Okay, halt, warte. Jetzt werde ich auch noch angeschrieben. Heute ist echt nicht unser Tag zum Aufnehmen. Hä? Wolltest du es dich ausmachen? Achso, du wolltest in Skype angeschrieben. Steam. Komm mal her. Steam. Achso, komm mal her. Skill. Geh du mal auf, genau. Angebung. Hä? Was denn? Ich hab nicht mal was gesagt. Schnell! Nein! Charlie! Du bist nicht aufgegangen. Was hab ich denn? Wir haben keinen gekriegt, oder? Wow, das war fast gut. Geh mal drunter durch. Ja, ich glaube, wenn wir die Secrets finden, das hat auch schon was. Ja. Weil dann hätten wir indirekt alles. Ist nur halt immer diese Arbeit mit den ganzen Viechern hier. Reicht's denn noch nicht? Müsste eigentlich. Wenn du springst. Ich wollte gerade noch nicht riskieren. Ach. Ah ja. Verdammt, ich springe mal mit dem. Okay, halt. So. So, jetzt muss man da unten das noch holen. Ah, und links das Secret Level. Brauchen wir gleich auch noch. Okay. Wir müssen einfach mal beide hier oben drauf. Ah ja, stimmt. Timing-Sache. Okay, ich spring von dir ab. Warte, ja. Lass nochmal mit Anlauf machen. Und du springst dann einfach von der... Nein, halt, warte mal. Achso, ich darf nicht mitlaufen. Du läufst und springst von der Klippe. First try, easy. So, jetzt müssen wir noch nach drüben. Wir müssen immer beide auf so einer geheimen Plattform stehen. Wo waren das da schon? Ich glaube, ich weiß es. Warte mal. Hier links kommen wir ja schlecht hoch. Also beziehungsweise da rechts. Hier. Ja. Ah, schön. Jetzt kann man auch immer auf dem Bildschirm sein. Ah, nee, halt. Ich glaube, ich weiß es sogar jetzt schon. So vielleicht? Ja, so vielleicht. So. Das sind immer so Bonus-Stages, die geben einem... So ein großes, vielwürfliges Ding. Und die sind immer etwas schwieriger. Ja. Ah ja, da unten. Lass mich mal von dir abspringen. Jupp. Ich will mal gucken, ob das so schon funktioniert. Nee. Nee, halt, wenn dann andersrum. Warte mal. So, hier unten muss ich rein. Oder macht das überhaupt einen Unterschied? Bin ich dumm? Du stehst im Weg. Ja. Schön. Ah ja, wird was. Ah, wir hätten es schon, aber warte. Ah. Ja, es leckt sogar kurz. So krass ist das. Und wir sind beide gleichfarbig. So. Da ich auch ein Achievement-Jäger bin, musst du mir sogar Stück für Stück helfen, alles zu holen. Weil es in dem Spiel auch Errungenschaften gibt.
Okay. Warte mal. Lass mich mal hoch. Hier. Achso, ich hätte jetzt sonst... Mhm. Dann nicht. Dann nicht. Hä? Ich wollte hier sonst durch das grüne Feld durchwerfen, also... Nee, nee, warte. Warte. Du musst hoch. Ah. Okay. Ja. Gut. Ja, so geht's auch. So, ich glaube, wir haben das Level, oder? Ja. Yay. So, warte mal. Schau mal kurz auf die Uhr. 10 Minuten. Eigentlich sind wir quasi schon durch. Ja. 213. Könnte das hinhauen mit dem, was wir verloren haben? Wir haben zwei... Zwei Stück waren das doch ineinander, die wir nicht ganz gekriegt haben, ne? Hm? Dann wären wir ja schon bei 20. Und dann habe ich vielleicht so 3 Stück davon aufgesammelt. Jo. Tun wir mal so, als hätten wir alles gehabt. Und wenn, dann bin ich schuld. Das sowieso. Ich sterbe. Nicht? Oh Mann. Oh. Komm her. Hatte schon Angst, dass ich das auslöse. Was bei mir halt wirklich die Frage ist, du siehst ja dieses Ding in ganzen Zustand. Und wenn es einmal auf den Boden kommt, gehen die Dinger auf. Aber ich frage mich, ob dabei schon was an Einheit verloren geht. Ob man wirklich nur volle... Dein Schuld. Was meine? Ja. Erklär mir das mal, wie das geht. Ich hab meinen Gegenstand im Inventar, weil du gestorben bist. Das ist doch gut. Ja, lass doch mal probieren. Nein. Ja, doch. Das so, kann man nicht machen. Hier runter. So. Ich frage mich halt, ob man nur dann die volle Punktzahl bekommt. Obwohl, jetzt kannst du eigentlich... Ja, genau, geh nochmal dahin. Hm? Was machst du? Deine Schuld. Manche verschwinden doch etwas eher, ne? Ich habe das Gefühl, schon. Manche bleiben lange liegen und manche nicht. Warte mal, hier. Eine Person muss durchgebracht werden, also der Grüne. Ja, du nicht. Kannst ich doch weiß. Nicht. Ach, weißt ich du ein bisschen das? Direkt. Ach so, ja gut. Wusste gar nicht, dass du das weißt. Ja. Ja, da kannst du durchgehen. Nee, das ging beim letzten Mal nicht. I remember this. Du musst mich hochwerfen. Und? Diesmal sterben wir nicht vor Kamera. Ha. Nix für euch Zuschauer. Gedisst. Opfer. Ja, quasi. Sammel das alles auf. Geh. Wie sie. Da war noch links eins und rechts eins. Und sie. Soll ich links oder rechts? Was macht sie erstmal? Ja, in beide Richtungen. Der innerliche Konflikt. So, da unten ist eins. Geh auf mich. Oder ich geh auf dich, weil du laggst. Ja. Ach verdammt. Skillshot gone wrong. Ja, so, Ladies first. Was machst du denn verdammt. Da? Ich time. Was sollte das denn? Ich time, ja. Was ist denn nun passiert? Du läufst einfach mal durch die Dinger durch. Ich bin nirgendwo reingelaufen. Das hat bei mir gerade rumgeleckt, du bist da reingelaufen. Ja, bei mir, ja. Bist du da in so einem gemütlichen Tempo durchspaziert. Bei mir bist du da reingelaufen. Los, beeil dich, wir wollen schon aufhören. Das Video kommt erst um 23 Uhr. Da ist der Dschungelcamp schon vorbei. Alter, weißt du, Helena hat gestern die Prüfung richtig nice gemacht, ja? Und ich mag Helena Förster eigentlich generell, weil ich die Sendung cool finde, wie die so drauf ist und so knallhart. Und dass die Leute, die heute nochmal gewählt haben, da musste ich erstmal auf Twitter, wo mich eh niemand liest, erstmal einen Post schreiben, ja? So, warte. Du gehst unten hin. Speed! Was wartest du denn? Was ist denn los? Ach, Mann. Bei mir spackst du die ganze Zeit rum. Was? Du spackst bei mir die ganze Zeit durch die Gegend. Ach so. Ach, das hätte ich nicht erwartet, dass es auf Gegenseitigkeit beruht bei Internet. Beim sogenannten... Ich auch nicht. So, ich glaube, das war aber auch das Level. Nein. Ah, die Stelle. Nice. Oh, nee, ich bin... Warst du das letzte Mal der Rote? Ich war letztes Mal der Grüne. Sicher? Weil du kannst hier durch und ich musste das letzte Mal durch. Ja, ich war letztes Mal grün. Jetzt bin ich rot. Hey, du hast gerade gesagt, du warst letztes Mal der Rote. Was? Habe ich nicht gesagt Grüne? Geh mal hier unten hin.
geh mal hier unter mich. Ja, ich soll dich da hochwerfen, dann rumrennen und dich wieder hochwerfen. Ja, und das schaffen wir jetzt zeitlich schon nicht mehr, weil das Ding schon wieder reinfährt. Ja, ich muss es schneller machen. Ich muss es direkt schon drauf. Warte, zu spät. Ja. Direkt, wenn das Ding... Warte, jetzt. Und jetzt. Wieso hast du mich zu scheiße? Speed, Speed, Speed. Wieso? Kopf runter. Selber. Hä, hey, ich bin nicht aggro, yo. Aggro, ja. Willst du? Nein! Wir müssen das einmal, komm mal jetzt schnell runter. So, und jetzt. Na, was machst du denn? Okay, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Was versuchst du da? Darauf zu springen. Entwickelt so einen Fetisch. Ich fand die Animation des Springens so schön. Genau. Schnell, schnell. Ha, yay. Ja. Yay. Gibt's überhaupt noch was? Ich hab das Gefühl, wir haben schon wieder so einen Secret-Level-Eingang verpasst. Wieso geht mir nicht einfach unten rum? Kann man nicht. Kann man nicht. Ach nee, ist frei, okay. Ja, ja, ja. Ist doch eh nicht hin. Hä? Du hast es schon mal gekriegt. Oh. So, jetzt musst du da unten warten. Pass schön auf. Nicht auf mich konzentrieren. Jetzt auf mich konzentrieren. Jetzt auf dein Leben konzentrieren. Selber. Schneller, ja. Schneller, schneller. Hör mal deine Oso-Skills raus. Deine Oso-Level 4-Skills. Bist du eigentlich schon Oso-Level 4? Ich hab keine Ahnung. Bestimmt nicht. Tani hat sich auch mal Oso gegeben, so ein bisschen. Ich bin mega gut. Hm. Du hast ja sogar gesagt, es hat Spaß gemacht, solange man Musik gespielt hat, die man mag. Ja, aber es gibt kaum welche, die ich mag. Das ist das Problem. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja. Ah, jetzt kommt hier. Weißt du noch Bescheid? Ja. Okay. Ha, meins. Ja, überholt mich einfach. Oh nein, ich wurde abgebremst. Okay, gut. Und jetzt bin ich mir aber diesmal sicher, dass wir hier was Verstecktes vergessen haben. Gut. Weil das letzte Mal haben wir den Secret Weg nicht gefunden. Und diesmal hätte ich den gern. Dann suchen wir den. Oh Gott, wir müssen nochmal ganz hier lang. Es gibt ja noch eine Challenge, um... eine Challenge, um zurückzukommen. Goddammit. Ja, geh da links weiter. Mach. Best try ever. Das ist der schlechteste Mensch in solchen Spielen, aber ich spiele es einfach mit dir. Das Video kommt nicht mal... Das wird nicht mal spät, das wird sogar auch lang. Ah ja, da, links. Oh, ist es das mit den Bällen? Das wird eine 30-Minuten-Folge, wenn das mit den Bällen ist. Okay. Wir nehmen bereits auf 17 Minuten. Wir wollten aufnehmen 14 Minuten. Ja, dann sind wir richtig gut. Na, das mit den Bällen. Oh Gott. Ich habe das ja alleine geschafft. Das ist das Schwerste, wo ich auch am stolzesten drauf bin, was ich allein geschafft habe. Und zwar müssen wir da oben dran kommen. Geh mal auf mich. Und du siehst, das wird bei Weitem nicht reichen. Und zwar müssen wir zwei es jetzt schaffen, aufeinander zu stehen, einen Ball in die Luft zu befördern, etwa so wie du es gemacht hast, oder einfach indem wir so machen, und dann diesen Ball mit unserem Kopf hochzuschießen. Weil die das auch auslösen können. Daran habe ich eine Dreiviertelstunde gesessen oder so. Komm mal unter mich. Ah nein. Ah verdammt. Ja, das ist voll lustig, ey. Das leckt dir gerade ein bisschen rum, bei mir hängen die Bälle in der Luft. Okay, du versuchst jetzt mal nur gegen den Ball gegen zu laufen und den hochzuschleudern. Ja, warte. Wir müssen so übereinander dann sein. Oder ich versuche einen Ball in die Höhe zu bekommen, ihn dann da drüber zu bekommen und dann stellst du dich schnell unter mich und... Wirst du das schaffen? Bestimmt nicht. Soll ich das irgendwann mal alleine machen? So ein Special, ich versuche mich allein da dran. Das könnte ich aber eigentlich wirklich mal machen. Ich glaube, ich würde es noch ein zweites Mal schaffen. Aber die Sache ist, wenn wir das jetzt nicht probieren, dann werden wir spätere Sachen auch nicht schaffen. Traurige Welt. Nicht, du tötest sie alle. Oh nein, jetzt habe ich auch welche getötet. Wie wollen wir das denn machen? Wir sind doch viel zu unkoordiniert. Okay, warte mal, geh du mal auf mich.
Okay, beweg dich einfach nicht. Okay. Aber du wirst in einer Zeit, wirst du immer leicht rumgeschoben. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich springe. Oh, ja, so wie das zum Beispiel. Hä? Der glitscht bei mir rum. Bei mir auch. Fuck. Nein. Sehr schön gemacht. Toll machst du das. Ja, jetzt können wir Saft draus machen. Okay, das hat er allein bei mir nicht gemacht. Das ist voll der böse Ball. Oh, jetzt? Nein. Okay, doch nicht. Warte. Okay, wir machen das irgendwann später, das schnellste Level raus. Beziehungsweise sehe ich das, sehe ich es alleine probieren? Wäre, glaube ich, besser. Mit mir wird das nichts. Okay, cool. Da kannst du lange warten. Das nächste hat man ja sogar noch geschafft. Weißt du noch, wo du kleine Sprünge machen musstest, dann etwas größer mit diesen gelben Feldern? Ja. Das kriegen wir wieder hin. Jo. Okay, dann können wir nochmal Spaß haben. Yay. Hä? Hä? Oh. Mhm. Bist du jetzt auch am Anfang gelandet? Ich weiß nicht, wo du hin bist. Ah, da bist du. Hey, jetzt stehe ich in der Ecke. Ja, weil du bei mir am Anfang gespawnt bist. Ja. Ja, passiert schon mal, wa? Jo, offensichtlich. Okay. Das war's dann auch schon mit dem Level. Und somit mit der ersten Folge Ip und Up. Das war... Yay. Hier haben wir wenig Gold, oder? Ist nur Silber. Ah doch. Ja, reicht aus. Okay, gut. Ah, aber er ist nicht gesprungen. Er hat zwar Gold markiert, aber er ist nicht gesprungen. Das heißt, er hat sich nicht gefreut. Du hast ihn traurig gemacht, Charny. Nee, diesmal nicht. Weißt du was? Weißt du, was deine Schuld ist, dass ich das Video jetzt beende, ohne dass du Tschüss sagen kannst?